Daniel gefällt diese Verpflichtung auf den ersten Blick ganz gut. Bei seinen Ex-Arbeitgebern wird nicht jeder Hanswurst eingestellt, auch nicht als da hebt er sich mit seiner Vita schon einmal deutlich von einem Olaf Marschall ab. Ich traue ihm daher durchaus zu, über ein ähnliches fachliches Wissen zu verfügen wie Boris Nordson. Wieso sonst sollten die BSW Eindhoven oder erwarten ihm die darüber hinaus, und insoweit im Unterschied zu Nordson, kennt Hengen das Geschäft auch aus einer anderen Warte, nämlich aus der des Spielers. Das kann, muss aber natürlich nicht, durchaus bedeuten, dass er seine Entscheidungen nicht nur auf Daten aus dem statistisch-faktischen Bereich stützt, sondern auch dieses Bauchgefühl mitbringt, welches Nordsons Entscheidungen oft genug. Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits, also eine wohlwollende, und grundsätzlich bin ich ganz zufrieden damit, dass es jemand geworden ist, der unbedingt nach oben will und auf einer tieferen Stufe angefangen hat. Das hat er mal mit unserem Trainer gemeinsam. Ich halte dieses Duo Hengen und Werten für deutlich erfolgsversprechender, als es bei den satten Fronzek und Bader der Fall war. Für die zweite Liga umfassend verbrannt. Für die dritte Liga wird es wohl noch reichen. Und anders als bei den Herren Schommers und Nordson, die ja auch von unten kamen, ist Bond Werpen und Hengen doch bereits etwas an Erfahrung vorhanden. Sowohl aus der eigenen Spielerkarriere als auch aus der bisherigen Tätigkeit als Verantwortlich. Ich kann aufgrund der letzten Jahre jetzt nicht in Jubelstürme ausbrechen, aber ich nehme die beiden Entscheidungen der letzten Wochen wohlwollend zur Kenntnis. Das könnte